Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie man sich eine Maske machen kann, die man mit einem Gummi hinter dem Ohr festhängt. Ich habe euch ja bereits ein Video gezeigt mit einem Gummiband, das um den kompletten Kopf herum führt. Das blende ich euch hier auch nochmal ein. Aber in diesem Video geht es jetzt darum, wie mache ich eine Maske, die ich mir so hinters Ohr hängen kann. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Im ersten Schritt habe ich mir hier einen Stoff wieder ausgeschnitten, und zwar mit einer Breite von 22 cm und einer Höhe von 19 cm. Ich habe das Ganze auch zweilagig gemacht, und zwar hier hinten seht ihr, die Innenseite der Maske soll ein weißer Stoff sein und vorne außen, was man sieht, das wird dann dieses helle Blau sein. Und dann habe ich mir noch hier die entsprechenden Markierungen gemacht. Das heißt, ich gehe von in der Mitte raus, einen Zentimeter nach links, einen nach rechts, habe einen Strich gemacht. Habe ich hier so eine Lücke von 2 cm. Dann jeweils mit dem Abstand zu diesem Strich noch einen Zentimeter und dann nochmal 2 cm. Auf der anderen Seite genau dasselbe, 1 cm und dann nochmal 2 cm drauf. Wie ich das gemacht habe, auch auf einem Whiteboard aufgezeichnet, kann ich euch in einem Video zeigen, das ich euch hier auch verlinke. Das sind die ersten Masken, die ich gemacht habe. So, und jetzt, wenn wir das gemacht haben, können wir hier mal am seitlich diese Falten reinnähen. Ich habe nun den Stoff in die Nähmaschine eingespannt und ich nehme einen Längssteppstich mit einer Stichweite von 2 mm. Fange ein bisschen hinter der ersten gelben Markierung an. Ihr seht da ungefähr der Abstand zum Stoffrand, wie ich das gemacht habe. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal schön langsam an. So. Müssen wir gleich auch vernähen. Ich hätte hier die Funktion am Anfang vernähen einschalten können. Das mache ich jetzt noch mal nachträglich. So, dann starte ich. Jetzt wird sie auf der Stelle Punkt vernähen, genau. So, und dann nähen wir weiter. Und jetzt mache ich einfach mal kurz Stopp. Und ja, die Position passt schon, weil ich will, dass die Nadel in der unteren Position stehen bleibt. Und jetzt schaue ich, seht ihr hier unter diesem transparenten Fuß, sieht man das ganz toll, wie der gelbe Strich auf die Nadel zuwandert. Und jetzt mache ich Stopp, mache mir den Fuß hoch und lege diesen unteren gelben Strich, auf den anderen drauf. So, da muss man jetzt schauen, dass man das schön sieht und dass man den doppelten Stoff richtig mitnimmt. So, lege ich da so drauf. Und müssen wir das so machen, dass hier der Stoff schön längs bleibt. Ja, also dass man hier weiterhin eine Linie hat. Und dann lassen wir den Nähfuß wieder runter und nähen bis zum nächsten. Genau, so, da haben wir jetzt den nächsten gelben, mache ich wieder hoch. Wichtig ist eben jetzt eben, dass die Nadel unten ist, und lege hier diesen nächsten gelben da drauf, und da so kriege ich halt schön hier meine Falte da rein. Mache den wieder runter, nehme wieder bis zum nächsten und wieder hier, dass es schön gerade ist. So, wieder untere Position, jetzt das letzte Mal. Ich lege den gelben Strich da wieder drauf. So. Man kann sich das auch, wenn man vorher möchte, diese Falten direkt reinbügeln und das dann nähen. Aber muss ich sagen, hatte ich jetzt einfach nie gemacht. So, dann nähe Fuß wieder runter. Dann nehmen wir weiter. So, und das ist jetzt alles, was wir brauchen für die Stelle. Und jetzt drücke ich einfach auf zurücknähen, dann vernäht mir die Maschine automatisch. Und dann, wenn wir das rausnehmen, ups, muss ich nochmal einmal hoch machen. Genau, wenn wir das jetzt rausmachen, dann seht ihr hier, wie ich das vernäht habe. Ja? Und genauso mache ich das jetzt auf der anderen Seite. Wichtig ist, achtet dabei darauf,
dass ihr, ich zeige euch das jetzt nur kurz, dass ihr auf der anderen Seite das genau gleich macht, ja, dass ihr hier diese Falte so nach oben legt. Das muss auf der Seite auch genauso sein. Das heißt, ich werde das jetzt den Stoff auf der rechten Seite vom Nähfuß haben. Weil wenn ihr es jetzt umdreht und genau das gleiche macht, dann sieht das ein bisschen komisch aus. So, und nun, wenn ich links und rechts das Ganze genäht habe, sieht das Ganze am Ende so aus. So, jetzt geht's ans Nähen mit der Overlock. Ich muss sagen, ich mag das ganz gern, weil einfach die Maschine so schön sauber das Ganze versäubert und dann man einfach so ein schön geschnittenes Teil hat, das auch gleichzeitig super vernäht ist. Also, ihr werdet gleich sehen, das ist so wie auch bei den anderen Masken, wie ich das gemacht habe. Da hat man hier einen schönen, sauberen Abschluss. Was wichtig ist, ihr dürft in der Schnittfunktion diese Naht, die wir hier gerade erzeugt haben, nicht wegschneiden. Sonst funktioniert das Ganze nicht, dann löst sich das hier auf und die Falten, die man hier liebevoll reingenäht haben, sind dann nicht mehr da, ja, diese aufeinandergelegten Teile. So, gut, dann legen wir einfach mal los. So, und dann sieht man es auch hier schon, seht ihr, wie schön diese Naht hier ist. Also ich finde es einfach immer wieder toll. Man schneidet es gleichzeitig und näht es gleichzeitig. Eine richtig tolle Sache. Und zwar, wie mache ich das jetzt weiter? Das war jetzt die eine Seite, wo ich die Falten gemacht habe. Jetzt nähe ich die anderen Seiten, wo die Falten sind. Und dann erst oben und unten hier. Oben und unten. Ja, das mache ich deshalb, weil oben und unten Seite werden dann nochmal umgeschlagen und nochmal vernäht. Und so stelle ich sicher, dass diese Quernaht, die wird schon vernäht, wenn ich hier die Naht mache, da oben und da unten. Und die obere und die untere Overlocknaht, die wird dann vernäht, wenn ich so umschlage und zusammennähe. Das ist der Grund, warum ich diese Reihenfolge wähle. Seht ihr halt hier, wie toll dieser Stoff abgeschlossen ist. Ich finde es immer wieder toll. Also eigentlich muss man, wenn man die Möglichkeit hat, im Nähzimmer eine Overlock und eine normale Nähmaschine immer aufgebaut haben, weil ihr habt jetzt gesehen, das geht so schnell. Ja. Bei mir ist leider das Problem, bei mir dauert das Herräumen der Overlock-Nähmaschine länger als das eigentliche Nähen. Aber für mich ist das wert, weil ihr seht, wie schön sauber diese Abschlussnaht wird. Das ist einfach ein tolles Ergebnis, finde ich. Nun habe ich hier umgeschlagen, oben einen Rand, und werde jetzt genau auf diese Mittelnaht, der Overlocknaht, einfach drauf nähen. Wichtig ist aber, dass ich am Schluss das Gummiband hier noch seitlich reinschieben kann, damit ich das hier leicht fixieren kann. So, dann beginnen wir mal. So, jetzt haben wir die eine Seite schön drüber genäht und dann machen wir jetzt genau dasselbe noch mit der anderen Seite. Nachdem wir es dann umgenäht haben, sieht es von außen so aus. Ja, ich habe hier nur noch seitlich die Overlock vernähte Naht, und das da hier, die Naht, die ist innen drin. Dann habe ich mir ein Stück Kupferdraht zurechtgeschnitten. Das ist jetzt aus einer Installationsleitung. Ein 1,5 Quadratmillimeter Draht. Ich würde aber empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt einen 1 Quadratmillimeter Draht, weil der lässt sich dann noch ein bisschen leichter biegen. Aber ich will mir deswegen keinen neuen Draht kaufen. Ich verwerte meinen alten. Und
habe jetzt das hier genauso abgeschnitten, dass es bei der Overlocknaht endet, auf beiden Seiten, dass das relativ fest drin sitzt, dass das Teil nicht hin und her rutschen kann. So, und was ich dann im nächsten Schritt auch mache, während ich hier abschließe, ich mache hier die Schlaufen rein, dass ich das Ganze hinter mein Ohr klemmen kann. Und zwar, da habe ich mir ein 25 cm Gummiband verwendet. Da kann man entweder so ein Standard-Gummiband verwenden, das man kaufen kann, oder man kann auch elastische Schnürsenkel verwenden. Die habe ich jetzt hier verwendet. Ich finde bei denen so angenehm, die sind einfach ein bisschen sanfter. Das heißt, die dehnen sich bei weniger Druck und sind dann hinter den Ohren ein bisschen angenehmer. Deswegen habe ich das so verwendet. Aber ihr könnt natürlich auch ein Standard-Gummiband verwenden. Die Sachen verlinke ich euch natürlich alle unten rein. Gut, da 25 cm, auf jeder Seite 1 mm, halt 1 cm markiert. Und so werde ich das dann jetzt einnähen. Bitte beachtet, dass die 25 cm hier dieser Schlaufe ein ungefährer Wert mal sind. Es ist auf jeden Fall notwendig, wenn ihr das erste Mal für euch eine Maske näht, dass ihr euch das einmal annäht auf beiden Seiten und euch dann die Maske mal dran haltet und dann mit dem Gummiband schaut, ja, wie weit muss denn das sein, damit die Maske schön sitzt. 25 cm ist jetzt bei mir auch ein bisschen zu groß gewesen. Die Erfahrung hat mir dann gezeigt, dass ich das gesamte Gummiband auf 18 cm Länge mache und davon jeweils 1 cm rein nähe. Das heißt, verbleibend habe ich hier effektiv 16 cm. Das heißt, bevor ihr die zweite Seite einnäht, schaut das einfach nochmal für euch, dass die Maske, weil ihr sie ja selber macht, für euch ein Individualteil ist, dass das dann hundertprozentig genau für euch passt. So, jetzt habe ich das auch schon so eingespannt, habe das Gummiband da seitlich reingemacht und bevor ich jetzt die Stange da oben reinschiebe, also ich lasse die jetzt nochmal draußen, während ich die erste Seite vernähe und da mache ich es jetzt wie folgt. Ich nähe jetzt mit einem 1 mm Schrittweite und nähe da manuell vorwärts und rückwärts drüber. So, wunderbar, das hält. Und dann können wir jetzt mit der anderen Seite weitermachen und müssen aber vorher den Draht reinmachen. So, der Draht ist drin und jetzt nähe ich die andere Seite an. So, und jetzt ist die andere Seite auch angenäht und der Draht kann nicht mehr raus. Dann habe ich das Gummiband hier reingemacht. Achtung, schaut, dass ihr das hier nicht verdreht. Und dann können wir das Ganze wieder zusammen. Genau, und das war es auch schon. Haben wir das hier schön rauf vernäht. Und jetzt machen wir das Ganze noch mit der anderen Seite. Und am Ende sieht das Ganze dann so aus. Die Maske ist jetzt fertig und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze hinter den Ohren einzuklipsen und müssen das nicht hinten, hinter dem Kopf zusammen zu machen. Ist vielleicht für den einen oder anderen, der hinten einen Rossschwanz als Frisur trägt, einfach praktischer. Nun sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so war, gebt mir doch gerne einen Like oder abonniert vielleicht auch meinen Kanal. Ich bedanke mich bei euch für die Zeit, fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein.